Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Uwe Michael Gutschan. Ich lese zunächst aus meinem Gedichtband Die Geschichte des Hasen endet im Topf. Und darin enthalten sind Gedichte aus ca. 40 Jahren meiner Arbeit bis 2020. Elstern. Was für ein Stillmittel im Blut, das mich in solche Ruhe versetzt, seit du weg bist. Nein, ich zittere nicht, wenn von weit her ein Auto die schnurgerade Straße entlang kommt, mein Blut dick geworden wie Teig. Nur die Schreie aus dem Olivenbaum, den der Wind seit Tagen versilbert hat, dass die Elstern sich täuschen. Antwort. Als ich aufwachte, war sie schon fort, und ich versuchte mich zu erinnern, ob ich nicht aufgewacht sei, als sie sich anzog und leise vermutlich den Koffer schloss mit ihren Kleidern. Aber mir fiel nichts ein, einfach fort, dachte ich, und ich fand auf der Veranda ihr Glas mit dem nachtkühlen Wein, den ich ausgoss. Und ich denke noch einmal, da ich es aufschreibe, was hat sie dir denn bedeutet, dass du dich nicht erinnerst an mehr als Gedanken? Antwort, Antwort. Und ich such sie im Garten und hier im Zimmer, ihr Körper verloren mit diesem weggeschütteten Wein. Reisenotiz. Zu leben mit ruhigem Atem, in den Nächten schlafen wir wieder tief, und die Tage vergehen am Tisch und beim Weinholen auf dem Markt. Das Sprechen fällt mir immer noch schwer, aber das liegt hier an der Sprache, die fremd ist. Ich rede fast nichts. Tage für Augen und Ohren, alle Bewegungen unverdächtig, Weinfelder, wo nur hin und wieder dem Bauern roter Saft wie Blut an die Finger spritzt, von den reifen Trauben. Das Bett kühlt aus. Wir können nicht bleiben, Fenster und Türen verschließen uns nicht. Das Bett kühlt aus, dass selbst die Katze sich flüchtet, ja, wir umarmen uns noch, doch aus Angst, Eisfahnen vor den Mündern. Lass uns gehen, hier sind Mantel und Schuhe, die Katze ist klug, es gibt noch Wege, und irgendwo Stimmen kommen von weit übers Eis. In diesem Zimmer. In diesem Zimmer, das sich beschränkt auf Bett, Schrank, Tisch, Stuhl, eine Lampe mit versenktem Schirm. In diesem Zimmer, ohne Aussicht auf mehr als den entlaubten Baum, das Rasenstück und ringsum Backsteinmauer. In diesem Zimmer, durch nichts von anderen Zimmern mit derselben Aussicht unterschieden. In diesem Zimmer dieses Riesenkastens eingefangen, legst du die Kleider übern Stuhl und flüsterst, komm. In diesem Zimmer steh ich am spiegelnden Fenster und weiß, in dieser Nacht ist Licht genug. Am Fluss. Wir stehen am Flussufer, es ist Nacht,
Erleuchtete Fenster spiegeln sich. Auf der anderen Seite gleitet eine Straßenbahn vorüber wie ein Ausflugsdampfer. Wir wollen nicht fort, auch in keine der Wohnungen zurück, sondern zusammen sein, wie Erde und Mond aufeinander bezogen in diesem unbehausten Moment. Unbrauchbar die Reste. Wie lange warten, wem nützen Museumsbesichtigungen, wer gibt sich zufrieden mit Replikaten, Modellen von Baum und Blatt im aufgeschnittenen Zustand, dass man die Kapillaren erkennt und wie die Säfte stiegen bis in die Kronen und Spitzen. Wälder rauschen und stöhnen, als der Wind in die Laubkronen fuhr. Unbrauchbar die Reste, brüchige Ahornblätter in einem Buch, zufällig wiedergefunden, da, wo die Köcherstiefel beschrieben sind, die längst nicht mehr helfen, 7 Meilen zu spät, Märchen vorbei ins Museum getragen, winzige Splitter vom Stoßzahn des Mammuts. Leblose Plätze. Als du fort warst, hörte ich wie im Krieg alle Nachrichten ab, dass du auftauchst am Himmel und meine Stadt zerstörst. Leblose Plätze, alles floh in die Berge, nur ich blieb hier. Aber du bist nicht gekommen, seit Tagen der Himmel leer. Im Supermarkt stehen schon wieder die Menschen, als wäre Frieden. Haken. Die Türen geschlossen, in den Fluren Küchengeruch von etwas, das zu lang auf dem Herd steht. Die Geschichte des Hasen endet im Topf. Was danach kommt, ist bloß noch das Ritual der Zerlegung. Im Schrot lag das bürgerliche Gesetzbuch mit seinen Sonntagsregeln. Haken schlagend verlässt der Hunger jene, die nicht am Tisch sind. Landbesetzer. Krähenschwärme über dem abgesteckten Gelände am betonierten Bach. Disteln sind gewachsen. Ich fand 3 Cola-Dosen aus dem vergangenen Herbst, als ein paar Kinder mit ihren Fahrrädern hier auf dem trockengelegten Feld Drachen steigen ließen, wie zur Besetzung. Winterreise. Und ich denke, in diesem Winterlicht reisen könnte erträglich sein. Draußen gleiten die Felder vorbei, hart gefroren die Äcker unter dem dünnen Schnee. Bleicher, milde fast, sind die Tönungen der Landschaft, weit ihre ruhenden Flächen von Wegkreuz zu Wegkreuz. Die Male. Als gäbe es wirklich noch Bäume mit einer Sitzbank darunter und oben fliegen die Stare heraus aus ihren hölzernen Kästen. Auf einem Hügel. Auf einem Hügel ein Haus mit zerschlagenen Fenstern, aber die Wände aus Stein, als ob sich die Zeit vergeblich dran riebe. Sie zauste das wuchernde Gras auf dem Dach, verspielte 6 Leben den hohen Zypressen, legte sich dann auf die Schwelle ins wärmende Licht. Mich fror.
Eines Morgens stand ich am Meer. Das Wasser war grau wie Asphalt, die Wolken schwer und die Luft nieselkalt. Das Meer war alt. Es konnte keine Möwe mehr kreisen sehen, lag stumpf da, das Rauschen verhallt, weder Wellen noch Schaumkronen wollten entstehen, steinernes Meer wie Basalt. Nur ein Strandläufer pickte am Ufer entlang die einzig bewegte Gestalt. Er suchte am Wasserrande im Tang den salzigen Rest einer Artenvielfalt. Mich fror, mein Atem war kalt. Schwielen. Unser Glück ist nicht stark. Es zerbricht am falschen Ton eines Worts. Es zerbricht an der Fühllosigkeit in ihm und in uns, wenn wir einander über den Mund fahren. Seit wir uns täglich berühren, haben wir Schwielen bekommen. Dahinter verkümmern wir, reden uns um die Liebe, die Wörter. Das Gedicht gibt nicht auf. Der Rotwein, das Glas und die Scherben am Boden. Der Fleck an der Wand, der Fleck, der nicht weggeht. Eine Geschichte liegt zwischen den Dingen, die nicht aufhört mit einem zerschellenden Glas, die nicht aufhören kann, solange der Fleck an der Wand. Das ist unsere Chance, Spuren aufzuheben, von Angst, Zorn, Wut und Verzweiflung, von etwas wie Liebe versteckt im Blut. Bilder. Alltägliche Bilder für ein Gedicht. Das Gedicht gibt nicht auf. Du sagst, genug ist vom Sterben die Rede, sagst du. Wir verschenken die Zeit. Im Zimmer der Qualm dick und undurchlässig. Wir haben uns aus der Sprache verloren, sagst du. Die Wörter verirren sich dicht überm Boden. Und du sagst, reiß die Tür auf der Nacht, dass sie noch einmal aufscheucht die Wörter, jedes für sich ein Meister im Fliegen. Komm, nimm deinen Mantel, sagst du, wir wollen die Ersten sein, die ihnen folgen. Ich nehm dich beim Wort. Er kam. Er kam, ein gewaltiger Bär, trampelte durch meine Träume. Fell nass und struppig, Eisreste drin. Ein gewaltiger Bär. Ich griff im Traum in den Schrank, suchte nach einem Gewehr, einer Kugel. Er kam. Ich erwachte, der Bär stand im Zimmer, wollte zu mir. Ein gewaltiger Bär, zurück aus dem Traum, stand im Zimmer, sah ängstlich mich an. Ging fort, ließ verwirrt mich zurück. Vor dem Haus hörte ich Stimmen. Und nun noch ein paar Gedichte aus dem Manuskript, die in den letzten 2 Jahren entstanden sind. Dielen. Das Holz ist stumpf. Zu viele Schritte, Steine, Staub über die Dielen, dass keiner das Wort mehr erkennt. Hölzer geschnitten, so lang wie Bäume. Bohlen, noch so ein altes Wort, sorgsam gepflegt und geölt.
Die Geschichte verläuft auf dem Holzweg, hat keine Zeit mehr zum Knien und Säubern. Das Holz ist grau. Nachtwind. Wir liegen im Schatten der Nacht, wollen unbeobachtet sein, nur du und ich und der Wind, der durchs Fenster hereinkommt, uns über die Haut fährt, dass wir einen Augenblick frösteln. Ein fremder Gast, der uns nicht sieht, nur wie ein Flügelschlag streift von einem Engel und durch die offene Tür wieder geht. Spielplatz. Aus dem Fenster deiner Wohnung betrachtet, im 12. Stock, scheint es für einen kurzen Moment so, als wären die Kinder unten am Spielplatz Schwalben in ihrem Himmel aus Sand. Dann klingelt dein Handy und du wendest dich ab, während die Schwalben stürzen am Fenster vorbei, winzige Engelsflügel, und kehren nicht wieder. Wer weiß? Die Farbe Blau in dem weiten Viereck über dem Innengarten. Schau, ein erster lauer Abend nach diesem nicht endenden Grau. Schauerland. Und die feuchtkalte Wand, was nützen die Pfützen, wenn der Garten ertrinkt, versinkt die Vielfalt der Arten. Wir warten, lauern auf dieses leichte Erschauern, wenn ein erster Hauch durch den Innenhof geht, von Strauch zu Beet, wenn in der Luft dieser Duft weht, tief getränkt, verschenkt. Es ist, als ob du aus der Tür trittst, als wenn du die Rosen berührst, Rosen, Tulpen, Nelken, bevor sie verwelken, im brennenden Licht nach der Nässe, dem Stress, schneid einen Strauß, trag ihn ins Haus, vielleicht ist ja dies ein Reststück vom Paradies, verirrt, verwirrt, wer weiß, was wird. Die Schönheit der Stille. Ein Hund, der rätselnd vor dem Meerschaum am Ufer steht. Der flimmernde Schatten einer Platane auf der Wand eines geschlossenen Straßencafés. Blütenstaub, der im gleißenden Licht durch die Luft schwebt. Ein Kind, das Gedanken verloren in einen Kastanienbaum schaut. Ein Fahrrad, herrenlos an eine Straßenlaterne gelehnt, das lautlose Huschen der Fledermäuse in der Dämmerung hinterm Haus, das Verlöschen des letzten Bürolichts in einer Glasfassade, eine Ampel im Regen, die die nächtliche Straße rot färbt, der Rest Wein auf dem Balkontisch, in unseren stehengelassenen Gläsern. Frühmorgens. Das fahle Licht über dem Horizont, ein kurzer Amselton zur Probe, wieder Stille, Halbnacht, Halbtag, noch unentschieden, ein Fenster spaltbreit offen, Türen zu, wer kommt, wer gehen wird, hält sich bedeckt. Die Zeit hält inne, der kleine Augenblick des Wagen. Danach ein Wort, ein Schrei, ein Splittern, das Ticken einer Uhr. Notlandung. Vor dem Fenster steht plötzlich ein Flugzeug, nicht groß, ein Sportflieger nur, notgelandet auf einer Wiese und füllt doch den ganzen
Ausblick. Zwei Männer treten heraus, in Fliegermontur mit Helmen wie Krieger. Sie gestikulieren mir durch die Scheibe, fragen mich nach dem Weg. Seltsam, denke ich, in der Weite des Himmels den Überblick zu verlieren und zucke bloß mit den Schultern. Der Handschuh. Ein schneebestäubtes Päckchen steht vor der Haustür und bittet um Einlass. Als ich es öffne, ist es mit Seidenpapier gefüllt, darunter ein weißer Handschuh. Das Päckchen trägt keinen Absender. Kein Stempel verrät seine Herkunft. Ich lege den Handschuh auf meinen Küchentisch, rufe die Post an und lande in Warteschleifen. Unendlich hallt die monotone Melodie wie ein Radio in einer ausgeräumten Wohnung. Wer reicht mir seine hohle Hand, um mich zu töten? Wer tötet mich mit ausgestreckter Hand? Besuch der Fische. Ein Koffer voll Regen wurde geliefert. Er gehörte nicht mir. Der Name unbekannt auf dem Anhänger. Und ich erwartete niemanden. Du warst schon lange fort. Im Wasser fanden sich eine Hose, ein Shirt, wie wir sie nie getragen hätten. Klobige Stiefel, in denen Fische schwammen, mich anblickten aus grauen Augen und eine Bleibe suchten. Denn der Regen versickerte schnell im ausgetrockneten Boden und die Stiefel hielten nicht dicht, als ich versuchte, sie runter zum Fluss zu tragen. Zuletzt gab ich den Fischen unseren alten, verrosteten Topf. Die letzten zwei Gedichte. 7. Wir zählen die Rufe des Kuckucks. Es heißt, so oft du ihn hörst, so lange lebst du. Und wenn er aufhört zu schlagen, im Wald hinterm Garten, kein Platz mehr für Kuckuckskinder. Die Katze hat 7 Leben, wir nur das eine. 7 Rufe des Kuckucks, 7 war mal unsere Glückszahl. Vom Hunger. Der Hunger ist gierig nach Brot. Wo kein Brot ist, bleibt der Hunger. Wo kein Brot gebacken ist, bleibt der Hunger. Wo kein Mehl gemahlen ist, bleibt der Hunger. Wo kein Korn auf dem Feld ist, bleibt der Hunger. Wo kein Korn gesät ist, bleibt der Hunger. Wir werden nicht satt von unserem Hunger. Wir werden nicht satt von unserer Liebe zum Brot. Wir hungern nach Liebe. Hier ist das Literaturradio Hörbahn. Mein Name ist Steven Lundström. Ich darf heute Uwe Michael Gutschan zu Hörbahn on Stage begrüßen. Unser Gast war und ist vieles. Lektor und Programmleiter verschiedener Verlage, Lyriker und Übersetzer und Herausgeber. Sein Werk umfasst Gedichtbände, Bilderbücher und Romane. Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Beinahe so zahlreich wie seine Veröffentlichungen sind auch die Preise, die er für sein Werk bekommen hat. Mit ihm möchte ich heute über seinen neuesten Gedichtband »Die Geschichte des Hasen endet im Topf« sprechen. Darüber, warum Hasen und vor allem Mäuse ihr Wesen in seinen Gedichten für Kinder treiben. Darüber, was Lyrik aus- und anrichten kann.
Und nicht zuletzt interessiert mich auch seine Arbeit als Übersetzer englischsprachiger Literatur. Michael, schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Danke. Zum Aufwärmen. Ein wesentliches Merkmal von Lyrik ist deiner Meinung nach, also zusammengefasst aus verschiedenen Interviews, dass wir Menschen unmittelbar weiterdenken und Lyrik weiterempfinden können. Was mögen dann nun folgende Verse in dir auslösen? Die Zahl des Menschenuntergang. Mit ihr fing alles Böse an. Sie erweckt den Wunsch nach mehr. Am Ende aber ist nichts mehr, nichts mehr als das Wort. Und nur das besteht ewig fort. Was sind so die ersten Gedanken, die dir da in den Kopf kommen? Also ich bin an einer Zeile gleich hängen geblieben, dass das Gedicht mehr ist, dass es hinausweist. Und das ist für mich das Entscheidende. Ich gehe nicht davon aus, dass irgendjemand beim ersten Lesen ein Gedicht in seiner Ganzheit erfasst und gar versteht. Das ist unmöglich. Mir geht es meistens so, dass ich ein Gedicht lese und wenn es mich anspricht, das ist Voraussetzung, dann bleibe ich an irgendeiner Zeile, an irgendeinem Wort hängen oder an der Kombination von Wörtern, wie ich sie so noch nicht oder vielleicht nur unscheinbar gesehen habe, gehört habe, und stelle mir in dieser Zeile etwas vor. Ein Bild entsteht in meinem Kopf und dieses Bild will leben und schlängelt sich weiter durch das Gedicht, findet neue Haken in dem Gedicht, an denen ich hängen bleibe. Und so erschließt sich mit allen Rätseln und vor allen Dingen mit allem Staunen, das ist ein ganz wichtiges Wort, mit allem Staunen das Gedicht peu à peu, ganz nach und nach, für mich ein Stück mehr. Immer nur ein Stück mehr, niemals ganz. Da bin ich jetzt wirklich heilfroh, dass ich den Hintergrund des Gedichtes, die Entstehungsgeschichte, erstmal zurückgehalten habe, weil es war ein Gedicht, das ich in einer Mathematikklausur geschrieben habe in der 12. Klasse, als ich wie immer relativ schnell mit meinem Latein am Ende war. Und mir kamen dann diese Zeilen in den Sinn und mein Mathematiklehrer hatte so viel Humor und auch menschliche Größe, mir dafür den einen rettenden Punkt zu geben, dass ich keine 6 bekommen habe, sondern immer durchkam bis zum Abitur. Schön. An welcher Zeile bist du denn da hängen geblieben? Darf ich das nochmal nachfragen? Die Zahl des Menschenuntergang, mit ihr fing alles Böse an. Das alles war nur einfach da. Der Satz, sie erweckt den Wunsch nach mehr. Das war für mich die Zeile, an der ich sofort hängen geblieben bin. Und dann am Ende aber ist nichts mehr, was ich eine sehr schöne Folge aus dem davor gestellten Satz, nichts mehr als das Wort. Und nur das besteht ewig fort. Also da war der Haken, wo ich wusste, ja, von da aus beginnt mein Denken über das Gedicht. Ja, danke, das war halt auch mein Rettungsanker in der Mathematikklausur, Deutschleistungskurs. Also das hat mich dann so ein bisschen durch die 2,5 Stunden gebracht. Ich kenne das. Oh, auch Mathematik oder so generell Naturwissenschaften? Nicht Naturwissenschaften, aber Mathe war für mich immer ein Buch mit 7 Siegeln. Du wirst in Interviews häufig gefragt, was Lyrik ausmacht, und du hast ja eben auch schon einige Gedanken mit uns geteilt. Ich möchte diese Frage auch nochmal stellen, und zwar deswegen, weil mich eben deine Antworten sehr beeindruckt haben. Und ich finde, man kann Gutes ruhig nochmal wiederholen. Was also ist mit Gedichten? Was fasziniert sich an diesem Genre? Mir
Mich fasziniert die Möglichkeit, mit der Sprache Dinge vorstellbar zu machen und die Sprache abzuklopfen, was wir ja zunehmend verlernen. Wir benutzen Sprache in Stereotypen. Wir schreiben WhatsApp in Stereotypen. Wir haben ganz bestimmte Satzfolgen, die uns geläufig sind. Das geht mir alles nicht anders. Das ist aber für viele die einzige Kommunikationsform oder eine der wenigen Kommunikationsformen. Wir schreiben knapp. Das ist ganz entscheidend. Das Gedicht ist auch knapp, aber es tut etwas ganz anders. Es öffnet Räume, es öffnet Gedankenräume, es öffnet Bilder. Und zwar auf eine Weise, dass ich plötzlich Dinge sehe, die ich so noch nie gesehen habe. Da beginnt das Staunen, wir haben es wieder, das Staunen. Und dieses Staunen ist die Grundvoraussetzung überhaupt für das Wahrnehmen von Lyrik. Und zwar für beide Teile, für das Erwachsenen, für die Erwachsenenlyrik, aber genauso für die Kinderlyrik. Und bei der Kinderlyrik füge ich jetzt hier nochmal hinzu, wenn Kinder nicht mehr staunen können oder es auch nicht gelernt haben, wirklich zu staunen, sondern nur nach dem Realitätsgehalt fragen, dann ist die Lyrik am Ende. Es gibt das berühmte Gedicht »Dunkel war's, der Mond schien helle«. Das kennen fast alle. Aber in den letzten Jahren sind mir gelegentlich Antworten begegnet, die mich erschreckt haben, weil sie genau auf diesen Punkt hinauslaufen, nämlich, dass ein Kind zu mir sagte, das geht doch gar nicht. Dunkel war's, der Mond schien helle, das geht doch gar nicht. Ja, das geht real nicht. Aber in der Sprache geht so viel. In der Sprache können wir Dinge erzeugen, die wir real nicht haben. Das heißt, wir erweitern mit der Sprache die Möglichkeiten unserer Wahrnehmung, aber auch die Möglichkeiten, unsere Welt auf den Kopf zu stellen, sie anders zu sehen. Und da beginnt die Philosophie. Und insofern ist die Sprache des Gedichts eine ganz existenzielle für unser Dasein, unser Leben. Ja, spannend. Der Begriff Gedankenräume und was du damit verbindest, spiegelt sich auch, ich habe einen ähnlichen Begriff, Erlebnisraum, den hast du in einem anderen Interview auch mal verwendet. Ich denke, der geht in dieselbe Richtung. Also das trifft es auch ganz gut, was quasi mich an Lyrik auch erstmal berührt. Ich bin da relativ unbedarft, gehe ich an solche Dinge ran, weil ich kein Literaturwissenschaftler bin. Aber vielleicht ist es auch ganz gut so. Welches der Gedichte, das du uns gerade vorgetragen hast, spiegelt denn das, was du jetzt eben alles an Gedanken zur Lyrik geäußert hast, vielleicht exemplarisch wieder? Würdest du da eins rausgreifen wollen oder gilt es natürlich generell für deine gesamte Lyrik, ist klar, aber welches könnte ganz besonders das unterstreichen? Naja, es gibt ein Gedicht in dem Band, das mich beschäftigt, seitdem ich es geschrieben habe. Und jedes Mal, wenn ich es lese, und ich lese es bei jeder Lesung, weil es irgendwie in mir immer wieder Fragen auslöst und Räume sozusagen öffnen will. Und ich suche nach diesen Räumen. Das Gedicht heißt »Mich fror«. Eines Morgens stand ich am Meer. Das Wasser war grau wie Asphalt, die Wolken schwer und die Luft nieselkalt. Das Meer war alt.
es konnte keine Möwe mehr kreisen sehen, lag stumpf da, das Rauschen verhallt. Weder Wellen noch Schaumkronen wollten entstehen, steinernes Meer wie Basalt. Nur ein Strandläufer pickte am Ufer entlang die einzig bewegte Gestalt. Er suchte am Wasserrande im Tang den salzigen Rest einer Artenvielfalt. Mich fror, mein Atem war kalt. In diesem Gedicht kommt vieles zusammen, was für mich wichtig ist und etwas, was dieses Gedicht auch ein bisschen von vielen der anderen Gedichte in dem Buch unterscheidet. Es hat noch eine sehr eigene Melodie, und zwar eine relativ dunkle Melodie, die aber es ist wie so ein Rauschen des Meeres. Also das Meer ist ganz leicht ja nur bewegt, also eigentlich wie Basalt, also es bewegt sich fast gar nicht. Und trotzdem spürt man natürlich, was Meer ist. Das Meer hat eben, es ist nicht ein Brett, eine feste Fläche. Und wenn es wie Basalt ist, dann hat es dieses Grau und liegt ganz, ganz still. Aber die Luft darüber hat immer noch so einen Hauch, der nicht Wind ist, der weniger als das Wort Hauch ist. All diese Schattierungen, die sind in dem Gedicht. Und die spüre ich, wenn ich so ein Gedicht höre oder lese, also wenn es nicht von mir ist, dann höre ich. Und dann spüre ich an solchen Dingen. Oder dass eben das Meer keine Möwen mehr kreisen sehen kann. Also umgekehrt. Nicht die Möwen kreisen nicht mehr, sondern es kann keine Möwen mehr kreisen sehen. Das ist für mich etwas anderes. Das Meer ist eigentlich tot. Es kann nicht mehr sehen. Ob die Möwen auch tot sind, spielt dabei noch keine Rolle, sondern plötzlich verschiebt sich etwas. Darin bewegt sich das Gedicht in diesem Raum, in diesen Zwischenräumen, in diesen Dingen, die gesagt sind, die ausgelassen sind. Und das ist für mich vielleicht, kann man das an diesem Gedicht ein bisschen so klar machen, wenn man überhaupt Gedichte klar machen kann. Ach, na ja, das fand ich schon sehr erhellend. Und bei deiner Lesung hat mich auch das Gedicht sehr angesprochen. Das fand ich sehr schön. Wir haben jetzt ein bisschen über diese Begriffe und über deine Theorie von Lyrik gesprochen, über Erlebnisräume und Gedankenräume. Ein Gedicht und bei der Lektüre deines Bandes muss offensichtlich auch viel mehr gearbeitet haben, denn es kam vieles Altes an die Oberfläche, wie dieses Gedicht aus der Mathematikklausur. Und da ist noch ein anderes hochgekommen, das ich zu Beginn meines Studiums mal gelesen habe. Und das würde ich mal in einem Auszug kurz zitieren. Es stammt von Peter Rühmkorff und enthält eben folgendes Zitat. Wer gebückt steht, will auch andere biegen. Sorgen brauchst du dir nicht zuzufügen. Alles, was gefürchtet wird, wird wahr. Bleib erschütterbar und widersteh. Das fand ich damals faszinierend. Und für mich war ich tatsächlich auch, wenn ich jetzt zurückblickend mir das vergegenwärtige, war ich in einem Erlebnisraum. Aber ich habe diesen Raum relativ schnell verlassen, denn es war mir schnell mehr als das geworden. Kann Lyrik für dich auch Handlungsräume aufstoßen? Soll sie das vielleicht sogar? Handlungsräume für dich oder für den Leser? Ja, zum Beispiel für mich, aber auch für dich selbst, je nachdem. Das weiß ich nicht. Das glaube ich nicht, weil, also zumindest denke ich nicht so. Jedes Gedicht kann ja in jedem Menschen etwas anderes auslösen.
vielleicht auch Handlungsräume, aber die sind von mir nicht beabsichtigt. Mhm. Das hieße ja, dass ich etwas erzeuge, etwas motiviere, und das tue ich eigentlich nicht. Ich bleibe in mir und bleibe in dem, was für mich Sprache ermöglicht. Hm. Hm. Ja, ich möchte noch ein bisschen an dem Thema dranbleiben. Nach dem, was wir jetzt diskutiert haben, leuchtet mir das auch völlig ein, was du dazu gesagt hast. Und ich will dir ein Zitat jetzt aus einem deiner Interviews mal vorhalten im positiven Sinne. Und es beginnt mit: Gedichte müssen leben. Dieser Halbsatz leuchtet mir unmittelbar ein. Auch nach dem, was du uns geschildert hast, deine Sicht auf die Lyrik und so weiter. Gedichte dürfen eben nicht nur bedrucktes Papier sein oder auf einer Mattscheibe, auf einem E-Reader auftauchen. Und damit sie leben, braucht es uns Menschen, die sie am Leben erhalten. Das vollständige Zitat lautet aber so: Gedichte müssen leben, egal in welcher Form. Was meinst du mit Form? In welchen Formen können Gedichte leben? Das muss lange her sein, dass ich das gesagt habe. 2017, also es ist... Ich habe den Kontext nicht mehr, aber ich denke, in welcher Form, weil sonst würde sich das auch ein bisschen ausschließen, in welcher Form heißt, Gedichte haben ganz unterschiedliche Gestalt, ganz unterschiedliche auch Tongestalt. Also jedes Gedicht ist anders und es ist für mich, sagen wir mal, ganz, ganz extrem, ob ein Gedicht ein Rap ist oder ob ein Gedicht von Gryphius ist, ist zunächst mal vollkommen egal. Es ist ein Gedicht. Und ich kann dort hinein, ich kann hineinhören, hängen bleiben, ich kann Dinge sehen, so oder so, mit der unterschiedlichsten Sprache. Wenn man Gryphius und Rapmusik mal nebeneinander hält, da sind schon relativ viel Platz dazwischen. Und ich glaube, das ist es, dass jedes Gedicht, wenn es eine Qualität hat, da ist, da sein muss, da sein soll und seine Berechtigung hat, und die Berechtigung wird vom Leser erfüllt. Denn der Leser nimmt es wahr und im besten Fall an. Vielleicht der letzte Gedanke zum theoretischen Teil. Wenn man sich deine Gedanken zur Lyrik zu eigen macht, drängt sich jedenfalls für mich noch eine weitere Frage auf. Und zwar ist es die Frage nach dem Einfluss, den AutorInnen noch haben, wenn ihre Werke erst einmal in der Welt sind. Soll, muss man sich in den Diskurs einbringen, wenn sich ein solcher an einem Werk entzündet? Oder lässt man besser den Dingen seinen Gang? Das ist relativ einfach zu beantworten. Das Gedicht ist so lange bei mir und veränderbar von mir, solange es unveröffentlicht ist. In dem Moment, wo es in die Welt hinaustritt, ist es das Gedicht des Lesers oder des Zuhörers. Und ich kann nicht in deinen Kopf hinein, ich will auch gar nicht in deinen Kopf hinein. Was das Gedicht mit dir tut, tut das Gedicht, nicht ich. Und infolgedessen, glaube ich, habe ich auch gar kein Recht zu sagen, das wollte ich nicht sagen oder das habe ich nicht gemeint.
Das ist völlig belanglos. Du hast das Gedicht angenommen und du hast darin etwas gesehen. Und das ist gut so. Das Gedicht verbreitet sich im doppelten Sinne. Es verbreitet sich sozusagen in die Gesellschaft, aber es verbreitet sich auch im Sinne von Verbreitern in seinen Möglichkeiten. Es hat überall einen Resonanzraum und in diesem Resonanzraum spiegelt es sich. Und das ist gut. Und was ich davon zurückbekomme, erfreut mich oder vielleicht auch mal belustigt mich, weil ich manchmal sage, gerade auch zum Beispiel bei Kindergedichten, denke ich manchmal, das klingt alles sehr gut, sehr überzeugend, was derjenige empfunden hat. Aber ich als Dichter habe daran gar nicht gedacht. Das ist aber weder ein Fehler von mir, noch ein Fehler des Gedichts, noch ein Fehler des Lesers oder Zuhörers. Alle haben ihr Dasein. Hat denn eines deiner Gedichte mal so einen lauten oder überhaupt einen Diskurs ausgelöst? Gibt es da, fallen dir da Beispiele ein? Nein, es gibt, gibt Gedichte, von denen, zu denen ich gerade dadurch, dass ich in den letzten 10 Jahren ja sehr viel Resonanz bekomme auf meine Kinderlyrik, da gibt es natürlich immer wieder interessante Reaktionen auf Gedichte, sei es von Kindern, sei es aber eben auch von Erwachsenen, von Lehrern und Studierenden vor allen Dingen, die mit Gedichten arbeiten und darauf reagieren. Und da finde ich das immer spannend. Aber das jetzt, also jemand ganz arg oder in dem Sinne negativ betroffen oder so gewesen wäre, das habe ich, glaube ich, nee, wüsste ich nicht. Schließen wir den theoretischen Teil mit einer einfacheren Frage ab, die jedenfalls, also ich muss sie stellen, ich möchte die Antwort unbedingt wissen. Wie kommt es eigentlich zum Titel des Bandes? Kiwi, ich weiß, die Geschichte des Hasen endet im Topf, das stand aus dem Gedicht Haken. Warum gerade diese Zeile als Titel des Gedichtbandes? Der Titel ist nicht von mir, sondern von dem Herausgeber dieser Buchreihe. Und ich erschickte mir diesen Titel als Vorschlag und ich war so irritiert, dass ich dachte, das ist gut, weil ich bin irritiert. Also ich stand, um es wieder auf den Anfang zurückzukommen, ich stand staunend davor. Ich wusste nicht hundertprozentig, was das ist, aber ich wusste, dass es im Buch ist. Und infolgedessen dachte ich, vielleicht staunen andere auch, sind irritiert, sind verblüfft, weil auch Leute, die mich kennen, würden bei mir nicht diesen Titel assoziieren. Aber Gewohnheit macht ja faul. Und infolgedessen sozusagen das Buch von einer anderen Seite aus zu begucken, einzusteigen, ist vielleicht kein falscher Weg. Und insofern war und bin ich immer noch sehr glücklich mit diesem Titel. Aber ich bin immer noch irritiert. Also, und das ist gut. Ich war es auch, denn als mir Uwe das Buch in die Hand drückte und meinte, das machst du jetzt mal, dachte ich auch, oh wunderbar, weitere Kinderlyrik. wobei jetzt natürlich man mir bitte nachsehen möchte, ob ich jetzt beim Hasen im Topf an Kinderlyrik denke. Aber gut, so war es halt. Aber ich kann das mit der Irritation nachvollziehen. Als ich dann las, dachte ich, macht nichts. Erwachsenenlyrik ist genauso spannend. Kommen wir jetzt zum Buch selbst, und zwar zu den Hintergründen der Entstehung des Bandes. Auf deiner Homepage gibst du uns einen Einblick in die Entstehung von Die Geschichte des Hasen endet im Topf. Dabei fällt auch der Name Helmut Braun, wie jetzt auch schon mehrfach im Gespräch.
Du schreibst sehr persönlich über ihn und auch über seine Rolle als Verleger. Kannst du uns da bitte weiter mitnehmen und das ausführen, wie eure Beziehung ist, wie euer Verhältnis ist und auch welche Rolle Herr Braun dann eben für die Entstehung dieses Bandes gespielt hat? Also mein allererster Gedichtband, von dem auch Gedichte hier mit drin sind, erschien 1978. Das ist sehr lange her. Und den hat Helmut Braun in seinem damals gegründeten Verlag publiziert, in einer Reihe, einer Gedichtreihe, die er geschaffen hatte. Er hatte einen wunderbaren Lektor, Bernd Moosblech, der diese Reihe betreut hat, den heute leider keiner mehr kennt und der leider kläglich gestorben ist. Aber Helmut Braun ist, obwohl er dann den Verlag ein Jahr, anderthalb Jahre, nachdem das Buch erschienen war, schließen musste, aus finanziellen Gründen, ist ein sehr treuer Mensch. Wir haben uns auf die verschiedenste Weise immer wieder ins Gespräch genommen, gegenseitig. Wir hatten einen gemeinsamen Freund, den wir beide sehr verehrt haben, den er verlegt hat, den ich in meiner Verlagszeit verlegt habe und von dem ich als Lyriker sehr viel gelernt habe. Das ist Christoph Meckel, der große deutsche Poet, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, der vor wenigen Jahren gestorben ist. Und wir haben seine Bilder, er war ja auch Grafiker, wir haben seine Bilder gesammelt, haben darüber immer wieder Kontakt gehabt, haben uns ausgetauscht, wir haben eine Ausstellung gemacht zusammen und all diese Dinge. Und ich habe meine weiteren Erwachsenengedichtbände in anderen Verlagen gemacht, weil es ja den Helmut Braun nicht mehr gab, also den Verlag Helmut Braun nicht mehr gab. Und irgendwann 2020 kam Helmut Braun, rief mich an und sagte, ich hab da eine Lyrikreihe, die ich betreue, und ich stelle mir vor, aus deinen alten Gedichtbänden, die ja alle vergriffen sind, zu sammeln und ein Best-of zu machen. Und ich hatte zu dieser Zeit lange nicht mehr oder nur sehr vereinzelt Erwachsenengedichte geschrieben. Ich war die letzten 10 Jahre ganz mit der Kinderlyrik beschäftigt und mit dem anderen Thema, auf das wir noch kommen, mit dem Übersetzen. Und ich hatte mich ein Stück weit entfernt von meinem Gedicht. Es gab sie nicht mehr, sie waren nicht für mich auch ein Stück weg. Und plötzlich war da die Möglichkeit, nochmal in sie hineinzutauchen, weil ich musste ja auch die Gedichte, die er dann ausgewählt hatte, angucken, ob ich das wirklich so will. Und wie das so ist bei Büchern, die er hat ja nicht einfach diese 5 Gedichtbände, die ich veröffentlicht habe, in der Zeit von 78 bis 1995 einfach sozusagen hintereinander geklebt, sondern er hat die Gedichte neu zueinander gestellt. Und das war für mich ein völlig neues Erleben. Ich habe diese Gedichte ganz neu kennengelernt und habe abgetastet, ob sie
haltbar geblieben sind, manche nicht. Viele ja, erstaunlich viele ja. Und plötzlich hatte ich wieder einen Bezug zu meinen alten Gedichten. Und weshalb ich dem Helmut Braun so dankbar bin, ist gar nicht mal nur dieses Buch, sondern etwas ganz anderes. Ich habe durch dieses Neulesen wiederum einen Raum für mich geöffnet, in dem ich neue Erwachsenengedichte schreiben konnte und hoffentlich weiter kann. Und das ist ein so großes Geschenk, dass ich nur wirklich dankbar sein kann, dass er mir diesen Band geschenkt hat. Der Verlag ist klein, aber er macht unglaublich schöne, der Verlag heißt Vorwerk 8 in Berlin. Er macht sehr, sehr schön gestaltete Bücher und auch darüber bin ich natürlich froh, so ein schönes Buch zu haben. Und ich hoffe, dass viele Menschen diesen Band entdecken, weil Lyrik will gelesen werden. Ja, genau. Und das, sie kann ja nur dann leben und ihre Wirkung entfalten, wenn man liest. Aber gut, das ist natürlich eigentlich eine Binsenweisheit. Aber der Herr Braun schreibt dann auch im Nachwort, das sich auch in dem Band dazu findet, stellt er fest, dass die Liebe ein zentrales Motiv deiner Lyrik ist. Und Liebesgedicht, also gleich das erste im Band, ist ein Beispiel dafür. Und es gibt auch noch etliche andere in dem Band, die man darunter subsumieren kann. Welche Motiven gehst du sonst noch nach? Welche spielen noch eine Rolle in deinem Schreiben? Also die Gedichte, die sich, oder die Liebesgedichte, die da drin sind, haben fast alle eher den Abschied zum Thema. Es sind eher Abschiedsgedichte. Oder Gedichte, in denen die Liebe unsicher wird, in denen man nicht in dem gewohnten Gefühl sozusagen zu Hause ist. Das gibt es für mich in anderen Bereichen auch. Ich hinterfrage die Sprache, ich suche nach Stille. Ich klopfe das Schweigen ab. Und das sind alles Themen. Ich beschäftige mich sehr viel mit Natur, mit den Resten der Natur, der auch mit der Form einer Rettung der Natur. Indem ich Natur benenne, wenn man an das Gedicht Winterreise denkt, wo diese Zeile ist, die Male. Die Male bedeutet in einer Hinsicht die Punkte, aber auch die Male sind auch die Wunden. Und dieses sehr herausgestellte, diese Einzelzeile, die Male, das ist für mich ein zentrales Wort für viele meiner naturthematisierenden Gedichte, dass es immer eine angeschlagene Natur ist. In dem Gedicht Mich Fror, was ich ja vorhin nochmal gelesen habe, ist sie natürlich sozusagen ganz verloren. Also das ist dann schon noch mal einen Schritt weiter. Aber in vielen anderen Gedichten in dem Band und auch in den neueren Texten ist die Natur ein ganz wichtiges Thema. Ja, das ist schön, dass quasi jetzt direkt die Überleitung zu meiner nächsten Frage auch wunderbar hingelegt. Und zwar ist es für mich das Gedicht Flusslandschaft, was mich ganz besonders angesprochen hat. Es umfasst 11 Strophen zu je 11 Versen mit jeweils 11 Silben und ist beispielhaft für das Abschiednehmen und auch eben das, was du über die Sprache gesagt hast. Das ist das
Gedicht Flusslandschaft war für mich architektonisch eines der wichtigsten Gedichte, die ich gemacht habe, weil ich eine Form mir geschaffen habe, in der ich fast erzählen kann, weil sie eine Langform ist. Gleichzeitig ist sie aber habe ich mich wiederum beschnitten, indem ich die 11 Zeilen des ersten Teils des Gedichts zu den Anfangszeilen der weiteren 10 folgenden Gedichte gemacht habe. Also es sind 11 Gedichte. Und die 11 Zeilen des ersten Gedichts sind die Anfangszeilen der folgenden Gedichte. Und hinzu kommt, dass daraus ergibt sich, dass es eben 11 Strophen sind, daraus ergibt sich, es sind 11 Zeilen, jedes Gedicht hat 11 Zeilen. Und die weitere formale, architektonische, formal klingt immer so hässlich, aber architektonische Idee war nun auch noch diese 11 Silben, in diese 11 Silben die Sprache hineinzubringen. Und trotzdem, weil es ja um eine Flusslandschaft geht, trotzdem ein Fließen zu erzeugen. Und das Fließen erzeugt durch diese Wiederholung der Zeilen, aber es erzeugt sich auch durch dieses oft umschwingende Enjambement-Form, weil nur dann oft die Zeilen dann eben diese Silbenform halten können. Das ist ein extrem kompliziertes, komplexes Objekt. Und dieses Gedicht hat aber dazu geführt, dass ich danach fast nichts mehr geschrieben habe. Weshalb diese lange Zeit des Nichtschreibens von Erwachsenengedichten entstanden ist. Ich konnte, warum weiß ich gar nicht. Ich hatte das Gefühl, ich kann nichts mehr sagen. Ich kann nichts neu sagen. Ich habe etwas gemacht, das für mich etwas abgeschlossen hatte. Das ist mir öfter passiert, auch mit Prosa-Schreiben und so weiter, dass es immer wieder irgendwie plötzlich so einen Block gibt. Und das ist keine Schreibblockade, sondern das ist einfach das Gefühl, da ist es gesagt und ich muss nichts mehr sagen. Dann kam die wunderbare Zeit, die Gott sei Dank noch weiter existiert, der Kinderlyrik, vieles für mich ausprobieren konnte, vieles für mich ausprobiert habe. Und jetzt ist, man muss ja sich vorstellen, also 1996 ist das letzte Gedichtbuch von mir erschienen, also außer dem Sammelband. Und bis 2020 habe ich vielleicht noch, wenn es hochkommt, 20 Gedichte geschrieben, 15, glaube ich. Und ob die alle gut sind, ist völlig dahingestellt. Aber es ist eben, also es ist wirklich nur ganz wenig entschieden. Und jetzt bin ich wieder an dem Punkt, also seit diesem Buch, dass ich eben sagen kann, ja, ich will und mach und tu und da sind wieder, um wieder das Wort zu benutzen, da ist wieder das Staunen da, da sind wieder die Räume da, da ist etwas, was gesagt werden will, was mich herausfordert und das ist die Grundlage überhaupt, warum man schreibt oder warum ich schreibe. Ja, danke für diese spannenden Gedanken, denn jetzt ergibt auch das Statement von Helmut Braun im Nachwort auch für mich nochmal zumindest für mich einen anderen, tieferen Sinn. Und zwar schrieb er genau zu diesem Gedicht, formal vollkommen wird erzählt von der Veränderung der Natur zur Unwirtlichkeit und vom Verstummen der Sprache. Mhm. Und vielleicht hat er damit genau auch diese Dinge, die du gerade geschildert hast,
aufgegriffen. Ja, wobei er das gar nicht wusste, aber das Verstummen der Sprache fand ich, als ich das las, auch interessant, weil es einerseits natürlich in dem Gedicht auch um das Verstummen der Sprache geht, aber gleichzeitig bei mir auch ein Verstummen erzeugt hat. Mhm. Im Band finden sich auch, was ich mir jetzt hier bei der Recherche so als namentliche Gedichte betitelt habe, finden sich verschiedene Gedichte, ich glaube 5 oder 6, die bestimmten Personen gewidmet sind. Mhm. Zum Beispiel Erich Jos, Bettina Wingarn, Paul Hoffmann, Rolf Haufs und Christoph Meckel. Magst du uns vielleicht zu einer dieser Personen noch etwas sagen, warum gerade sie von dir mit einem Gedicht gewürdigt wurde? Ach, meistens sind das lange Gespräche und der Wille, etwas, was man in den Gesprächen gespürt hat, aufzufangen und nicht in der Form aufzufangen, dass man sozusagen das Gespräch irgendwie thematisiert, sondern etwas, was man spürt bei dem Gegenüber. Von der Bettina Wingarn habe ich schon lange nichts mehr leider gehört. Es war eine wunderbare, also ich hoffe, sie lebt noch, eine wunderbare Lyrikerin, die zwei großartig zauberhafte, sprachlich fantastische Gedichtbände gemacht hat, die leider längst vergessen sind. Und wir haben viele Gespräche geführt, wunderbare Gespräche. Sie war die Lebensgefährtin von Volker von Thörne, dem großartigen Sonettenschreiber aus den 70er, 80er Jahren. Ein Mensch, der ganz anders dachte als sie, und trotzdem waren sie in der Poesie, so unterschiedlich ihre Texte waren, sie ganz nah beieinander, so nah, dass als Volker starb, sehr plötzlich starb, es ihr fast den Boden unter den Füßen weggezogen hat und deshalb auch sie, ich sag jetzt mal, nicht für sich selber vielleicht, aber für mich verloren gegangen ist. Ich habe sie nicht mehr gefunden. Ganz traurige Geschichte. Christoph Meckel ist eine andere Geschichte. Christoph Meckel, mit ihm hat mich sehr früh, schon als ich 16 war, vieles verbunden. Ich habe ihn dann getroffen. Ich habe dann mein Gedichtband, diese Windgedichte, von denen schon die Rede war, dafür hat er ein Nachwort geschrieben. Ich habe meine erste Lesung in seiner Wohnung in Berlin mit anderen Autoren zusammen, Oskar Pastior und Sarah Kirsch. Ich war einer der Jungen, der neu nachwachsenden Autoren, und wir haben dort so eine Hauslesung, sowas kennt man leider heute gar nicht mehr, so eine Hauslesung gehabt, und man sprach über die Gedichte, man sprach und sagte auch, ich glaube, das geht so gar nicht und so weiter, aber ich habe auch da wieder ganz seltsame Dinge erlebt. Der Oskar Pastior, ein wunderbarer Sprachspieler, der von einer ganz anderen Richtung kam als ich mit meinen erwachsenen Gedichten damals, der hat mich sehr beiseite genommen und wir haben lange uns über meine damaligen ersten Gedichte wirklich gesprochen. Und in dem, was er sagte, aus einer ganz anderen Perspektive als meiner, habe ich so viel begriffen, dass mein zweiter Gedichtband völlig anders gestaltet war. Aber auch nicht in Richtung von Oskar Pastior, sondern ich habe nur in den Gesprächen so viel begriffen, dass was man anders denken, was man anders machen kann, soll, muss,
weiß ich nicht, und so weiter. Das, all diese Dinge sind aber in den Gedichten, die ich gewidmet habe, nicht aufgehoben. Beim Erich Jos, den ich sehr, sehr geschätzt habe, der mich wiederum in der Kinderlyrik sehr gefördert hat. Ein wunderbarer Mensch, der leider auch gestorben ist, viel zu früh gestorben ist. Da gibt es ein Wort, das in dem Gedicht, das ganz wichtig ist, nämlich Gott. Und er war ein gläubiger Mensch, aber ein gläubiger Mensch, der in alle Richtungen offen war. Und deshalb war dieses Gedicht, das ich ihm gewidmet habe, das eigentlich eine Frage enthält, was ist Gott in der Natur? Und das war für mich er. Und ja, und so gibt es eine Reihe. Manchmal beziehen sich solche Dinge auch nur auf einzelne Zeilen, wie bei dem Rolf Haufs, da habe ich zitiert von ihm. Aber da gibt es keine jetzt individuelle Nähe. Ja, danke, aber ich bin froh, dass ich die Frage gestellt habe, weil das kann man nicht recherchieren und ergoogeln, diese Dinge. Also, kriegen wir jetzt die Kurve zum zweiten Teil. Wir hatten noch kurz über den Titel des Ganzen gesprochen, über den Hasen und so weiter. Und wissen nun also, warum und unter welchen Umständen es sich Meister Lampe im Topf bequem gemacht hat bei dir. Wir verdanken dir aber auch eben Lyrik für Kinder, die in Bänden mit den Titeln Mäusekino und Die Muße der Mäuse daherkommen. Die Frage nun in meinem Denkgehäuse, wenn du es mir gestattest, warum sind es gerade Mäuse und nicht die listig grauen Ratten? Da muss ich auf meine Kindheit zurück. Ich habe mit etwa 8, 9 Jahren angefangen, Gedichte zu schreiben. Und natürlich Gedichte, die Kindergedichte waren. Also hatte ich keine Erwachsenengedichte. Und ich habe einfach, bei uns zu Hause gab es keine, witzigerweise so gut wie keine Kinderliteratur. Meine Eltern hatten, oder meine Mutter vor allen Dingen, war hochbelesen und hatte eine Riesenbibliothek. Aber Kinderbücher waren bei uns rar. Und ich habe noch weniger Kinderbücher gelesen als meine 4 Jahre ältere Schwester. Aber mich hat komischerweise immer am Gedichte fasziniert. Und das wohl schon sehr, sehr früh. Und natürlich gab es bei uns diese ganzen Volksgutreime, also dieses Dunkel war es, der Mond schien helle, das, ich glaube, das kannte ich mit 3 Jahren und so weiter. Die wurden auch immer zitiert, die wurden auch ausschnittweise mitten im Gespräch irgendwie flossen die Zeilen ein. Und ich habe mir dann, bei uns gab es so ein Hausbuch der Volkspoesie oder irgend sowas, und das habe ich mir dann genommen und dann habe ich Gedichte da drin gefunden, die mir gefielen oder offenbar nicht so gefielen, denn ich habe sie umgedichtet, mutwillig umgedichtet. Und warum ich in diese Gedichte immer eine Maus hineingedichtet habe, weiß ich nicht. Meine Eltern waren so bürgerlich, dass es nicht mal Haustiere wie Katzen und Hunde gab. Mäuse wären sicherlich nicht bei uns geduldet gewesen. Aber ich behaupte immer, es war mein erster Widerstand gegen meine Eltern, dass ich einfach Mäuse verteilt habe in den Gedichten. Diese Gedichte existierten nicht mehr. Meine Mutter hat die leider nicht aufgeschrieben oder sie waren nicht mehr vorhanden, das weiß ich nicht.
Und für diesen Gedichtband Mäusekino, der ein Gedichtband ist, der mit Kindern entstanden ist in Workshops, habe ich angefangen, und zwar 3 Jahre lang, angefangen, mir diese alten Volksgutgedichte immer wieder vorzusprechen, um auf einen Widerhaken zu kommen, wo ich denke, da hattest du doch was anderes. Und ich habe in 10 Gedichten, also ich habe es mit mehr Gedichten versucht, aber da bin ich dann immer nur halb weitergekommen. Aber bei 10 Gedichten habe ich mich so weit erinnert, vielleicht nicht en Detail, vielleicht habe ich ein Wort oder so verschoben, aber im Großen und Ganzen 10 Gedichte wieder mir zurückgeholt. Und die habe ich dann als Start in dieses Kinderbuch für Kinder zum Poesieschreiben hineingetan, um zu zeigen, ich mache das. Damit war für dieses ganze Mäusekino klar. Und so war die Aufgabenstellung in allen Workshops, die ich gemacht habe, und das lief über 2 Jahre oder 2,5, weiß ich gar nicht mehr, war die Aufgabenstellung, wir schreiben ein Gedicht und es muss eine Maus vorkommen. Das ist gefährlich. Das wurde mir aber erst klar, als ich, glaube ich, im 3. Workshop war und automatisch diese wunderbaren Hausmaus-Klaus-Schmaus-Gedichte kamen. Die kommen zwangsläufig. Das ist auch für jedes Kind richtig, denn es ist ja eine Entdeckung für das einzelne Kind. Die wissen ja nicht, dass andere Kinder in anderen Workshops die gleiche Form auch schon geprägt haben. Also habe ich gesagt, wir müssen uns was anderes überlegen. Ich habe nicht gesagt, dass das Reimwort Maus sein muss, dass die Maus muss irgendwo ins Gedicht, so wie ich das eben als Kind auch gemacht hatte. Ich habe auch nicht alles auf Maus gereimt, das wäre ja langweilig gewesen. Und so entstanden dann 25 Gedichte mit Mäusen in den unterschiedlichsten Formen. Ich habe mit einem Mädchen ein Gedicht, das, glaube ich, in der ersten Fassung, die sie geschrieben hat, 10 Zeilen oder sowas hatte. Das haben wir zu einem Gedicht entwickelt, das dann über 2 Seiten ging und so weiter, wo man eben die hat wirklich das Reimwort Maus benutzt, aber dann wirklich festgestellt, dass man damit eine Geschichte erzählen kann, dass man nicht einfach eben nur Hausmaus Klaus sozusagen aneinander reiht und so irgend so ein kleines Wutz-Ding macht. Das ist so, wie man früher Lego-Haus baut, eben 4 Wände, Dach drauf. Und dann kann man ja noch variieren und kann da noch was machen. Das ist eine faszinierende Geschichte. Ja, und damit war eigentlich diese Maus etabliert. Warum das Buch, das war eigentlich mein Schicksal, warum das erste Buch Die Muße der Mäuse hieß, also das war der 2. Gedichtband, den ich für Kinder gemacht hatte. Ich fand den Titel eigentlich sehr schön, weil er ja auch so schön klingt, Muße, Mäuse und so weiter. Er stand mir hinterher etwas im Weg wegen des Mäusekinos, weil plötzlich war ich der Mäusedichter und so, der ich ja nicht werden wollte. Aber die Muße der Mäuse basiert auf einem ganz kurzen Gedicht und auch zudem noch einem Weihnachtsgedicht, das sich in den Band verlaufen hatte. Ja, und der Titel war schön, so ungefähr wie die Geschichte des Hasen endet in einem Topf. Und dann musste ich aber bei dem anderen, da konnte ich nicht an dem Mäusekino vorbei, denn es ging ja nur um Mäuse. Mhm. Und es war eben Kino. So, aber der nächste Band, der jetzt im Herbst kommt, der nächste Kindergedichtband, der jetzt im Herbst kommt, der hat keine Maus im Titel. Ich glaube, er hat auch keine Maus in den Gedichten, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Das kannst du ja vielleicht noch nachschärfen. Also ich finde, eine Maus macht sich immer gut. Ja, ja, aber nicht nochmal im Titel. Ja, das glaubt mir dann keiner mehr. Das verstehe ich. Der heißt dann übrigens Der Name des Glücks.
Ach, sehr schön. Du hast jetzt auch einiges schon über dein Engagement für Kinder gesagt, also zum Beispiel dieser Workshop, im Zuge dessen dann das Mäusekino entstanden ist. Und du quasi auch ausziehst, um die Kinder das Staunen wieder zu lehren. Was ich auch sehr schön finde, denn ich meine, ich erinnere mich da an ein Zitat von Albert Einstein. Der hat mal gesagt, wer sich nicht mehr wundern kann, staunen kann, ist seelisch bereits tot. Und das finde ich ganz schön. Also ist es denn ein anderes Schreiben, ein anderes Dichten, wenn es um Kinder und Jugendliche geht? Oder ist es im Prinzip dasselbe? Also gibt es keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen Kinderlyrik und Erwachsenenlyrik und wie man dazu kommt? Wie man dazu kommt, ist das Gleiche. Ich gehe ja nicht, ich schreibe ja keine Themen. Ich schreibe Sprache und sonst gar nichts. Ich habe eine Zeile im Kopf und merke aus dem Rhythmus, aus dem Ton heraus, wie es weitergehen könnte. Und das mache ich in Erwachsenengedichten genauso. Das Einzige, worin sich Kindergedichte von Erwachsenengedichten unterscheiden, ist, Kindergedichte können keinen Bezug nehmen auf andere Literatur oder auf Zitate oder auf bestimmte Dinge. Kinderlyrik kann schwerer oder muss einfach gestaltet sein, wesentlich einfacher von den Gedanken her, einfacher sein. Aber da ich sowieso eher in Bildern erzähle, ist das kein so großer Unterschied. Ja, es gibt einen Unterschied. Ich benutze den Reim häufig. Nicht ausschließlich, aber häufig im Kindergedicht, was ich im Erwachsenengedicht nicht oder nur selten tue. Das hat einen Grund, weil ich glaube, dass Kinder, wenn sie Gedichte hören und vielleicht auch nachsprechen, durch den Reim den Zeilenverlauf leichter erinnern, leichter in die Musik hineinkommen, die fürs Gedicht wichtig ist. Also, und für mich ist es eine schöne Möglichkeit, wirklich aus den Reimwörtern heraus die in Anführungsstriche Geschichte sozusagen zu schreiben. Also das heißt, ich schlängele mich manchmal von Reimwort zu Reimwort und setze ein Reimwort, das eigentlich gar nicht passt, weil da ist wieder die Irritation drin, da ist wieder das plötzliche Auftauchen von etwas Fremdem, was eben dann einen neuen Blick gibt auf das, was entsteht. Auch die Welt auf den Kopf stellen, die im Kindergedicht meines Erachtens etwas ganz Wichtiges ist. Das kann ich eben immer dann tun, indem ich etwas nicht nach der Logik mache. Das tue ich im Erwachsenengedicht auch, nur da ist es viel komplexer, viel komplizierter. Also insofern, es ist eigentlich ein ähnlicher Zugang, aber es unterscheidet sich im Detail. Es gibt in der IJB, also in der Internationalen Jugendbibliothek, gerade eine Ausstellung, die gründet auf einer Sammlung, die Werner Ziesel angelegt hat von Kinderbüchern aus über 5 Jahrhunderten. Und so ziemlich alle dieser Sammlerstücke sind vor allen Dingen eines. Sie sind belehrend und, sagen wir mal, von sittlichem Nährwert. Welche Bücher fallen dir ein? Und das Ganze reicht bis, sagen wir, in die Mitte des 20. Jahrhunderts, so ungefähr. Welche Bücher fallen dir denn ein, die genau das durchbrochen haben? Welche Kinderbücher? Bücher, die sozusagen vom Mainstream abgewichen sind und vielleicht auch das Ganze geöffnet haben? Naja, wenn
wenn ich es auf die Lyrik beziehe, gibt es zwei Namen, die man unbedingt erwähnen muss. Das eine ist Jürgen Spohn, den großartigen Berliner Dichter, Maler und Professor für Kunst an der Hochschule für Gestaltung in Berlin, der etwas gemacht hat in einer Zeit, eben wo die Gedichte noch, und da braucht man nur in den frühen Jahrbüchern von Hans-Joachim Gelberg nachzugucken, da sind viele belehrende Gedichte. Und der, Jürgen Spohn, macht etwas, ein ganzes Buch lang, drunter und drüber heißt das erste Buch von ihm, in dem er eigentlich Nonsens schreibt, aber mit Sprache spielt, nur mit Sprache spielt. Ich habe ein Gedicht im Kopf von ihm, das ich vielleicht nicht ganz zitieren kann, aber das ganz simpel ist. Es ist eins aus seinem Nachlass, also ein ganz spätes Gedicht. Das heißt Melanie, Mella oft, Mella immer und so weiter. Es sind mehrere Zeilen. Es ist ganz wenig. Es ist ein ganz simpler Einfall von nie, in Mella selten, glaube ich, gibt es auch noch. Und es öffnet sich sozusagen immer weiter in dann Mella immer und so weiter. Oder es geht andersrum. Aber das Prinzip, es geht nur um das Bauprinzip und so weiter. Und mit ganz wenig, der hat auch ganz kurze Texte aufgeschrieben, mit ganz kurzen Zeilen und so. Aber mit einer Musik darin, da wurde plötzlich nicht mehr erzählt. Da wurde gespielt. Und das ist der große Unterschied der Kinderlyrik heute, die schon noch auch erzählt. Aber sie erzählt nicht in der, sagen wir mal, in der James Krüsschen Weise. Ich bin ein großer Verehrer von James Krüss, aber auf eine ganz andere Weise. Das würde ich heute so, würde niemand heute so mehr machen, weil da war eben einfach wohl, da sitzt der Urgroßvater mit seinem Urenkel auf Helgoland und sie dichten sich gegenseitig die Hucke voll. So, wunderbar. Aber es ist eben in vielen Gedichten, und das muss man immer unterscheiden bei James Krüss, es gibt Gedichte, die überhaupt nicht belehrend sind, aber es gibt immer eben diese Idee des Belehrens. Und auch das Zusammensitzen von Urgroßvater und Urenkel ist eben auch so eine etwas heikle Situation. Trotzdem, großartige Dichter. Aber der Jürgen Spohn macht etwas, was völlig gegenläufig ist. Und zwar in einer krassen Weise, und dazu sein Leben lang, also bis er gestorben ist. Ich erzähle Leute von toten Dichtern. Also, das ist so gegenläufig. Und dann gab es noch jemanden, der hat nicht viel gedichtet, Adolf Hallbey, der hat es geradezu propagiert, sozusagen den Nonsens ins Gedicht zu nehmen. Der hat später ganz großartige Anthologien gemacht und war ein großer Fürsprecher der Lyrik. Also das ist wirklich so, dass bis in die 70er, 80er Jahre hinein, die Lyrik immer, also die Kinderlyrik, immer etwas Pädagogisches hatte. Weshalb sie dann auch, gerade in der Zeit ab den 80er Jahren, wo man ja kritisch der Pädagogik gegenüber stand, eben auch plötzlich in ein großes Loch fiel. Und erst in den frühen oder Anfang bis erste
Zehner Jahre vom neuen Jahrtausend ist plötzlich wieder so eine Aufbruchsstimmung entstanden und die fußt auf ganz alten Kandidaten, die eigentlich gar keine Kinderlyrik geschrieben haben, nämlich Morgenstern, Ernst Jandl und für mich eben auch Jürgen Spohn, der leider auch inzwischen fast vergessen ist, weshalb ich ihn überall erwähne, wie hier auch. Es ist ja wirklich dafür zu danken, dass du die Kinderlyrik mit deinen Lyrik, mit dem Mäusekino und mit der Muse der Mäuse und anderen Gedichten halt aus diesem Tal herausgeholt hast. Und das führt mich zu der, die Frage stelle ich gerne Leuten, die Kinderbücher schreiben. In welchem Zustand befindet sich deiner Meinung nach der Kinder- und Jugendbuchmarkt in Deutschland heute? Du hast ja in dem Zusammenhang, das will ich vielleicht noch einfließen lassen, in einem Interview von Mainstream gesprochen. So Sachen wie Fantasy und all diese Dinge, die auf jeder Buchmesse, die man besucht, gibt es kein Entrinnen. Also man hat hauptsächlich das. Du hast aber eben auch von dem, was daneben herläuft, gesprochen. Und zwar hast du die Leser, die das nebenher laufende rezipieren, Intensivleser genannt. Was hat sich da was geändert in deiner Wahrnehmung? Das war auch aus diesem Interview aus dem Jahr 2017. Ja, ich habe ja 20 Jahre in Kinder- und Jugendbuchverlagen gearbeitet. Und auch da gab es natürlich Mainstream-Bücher. Wir haben zumindest in den Verlagen, in denen ich gearbeitet habe, die Möglichkeit gehabt, neben dem Mainstream, mit dem wir Geld verdient haben, Sachen zu machen, von denen wir wussten, dass sie nicht so erfolgreich werden würden. Manche sind dann doch erfolgreich geworden. Im Moment ist es ein bisschen so, dass die Verlage den Mainstream bestücken, reichlich bestücken. Das hängt natürlich mit der Struktur unserer umsatzstärksten Buchhandlungen zusammen. Die Amazons und Thalias und Hugendubels, die kaufen eben genau das ein. Die haben ihre Spitzentitel und das andere existiert irgendwo, aber es existiert im Regal und spielt eigentlich keine Rolle. Wenn die einkaufen Bücher, dann kaufen sie eben den Mainstream ein. Ich war in Bremen in Erwartung eines Abendessens, das noch eine Stunde auf sich warten ließ, bei Freunden gezwungen, in eine Thalia-Buchhandlung zu gehen, weil das in Bremen schließen alle Läden um 18 Uhr, nur Thalia hat länger auf. Also ging ich in die Thalia-Buchhandlung und war sehr überrascht, als ich in der Kinderbuchabteilung im ersten Stock stand und ein Meer an Büchern sah, die alle irgendwie sich glichen. Es war ein Riesenfeld von Fantasy-Literatur. Ich kenne Fantasy-Literatur schon sehr, sehr lange. Aber dass das solche Ausmaße annimmt, ist irgendwie an mir vorbeigerauscht. Dann wurde ich ganz staunend hellhörig, weil ich einen Tisch sah, an dem die Bücher anders aussahen. Und war dann doch wieder nicht so glücklich, weil da lag die sogenannte Romance-Literatur. Die Romance-Literatur darf man nicht so einfach sich vorstellen, wie man das denkt bei dem Begriff, dass das lauter Liebesschmonzetten sind. Da ist eben heute alle Thematiken von queer und von homosexuellen Kindern und Jugendlichen und von lesbischen. Alle Formen. Das ist natürlich ein Thema, bei dem Jugendliche, die ja
sich selber noch suchen, wer bin ich? Das ist die Hauptfrage in der Pubertät. Wer bin ich? Wer will ich sein? Wer kann ich sein? Sind solche Themen natürlich durchaus gefragt. Und nur, ja, ich sag etwas despektierlich vielleicht, warum das alles immer so so bieder, brav, unterhaltend, so ohne sprachliche Ambition, so ohne literarisches Erzählen, so thematisch abgehandelt sein muss, das werde ich nie begreifen, weil Literatur ist ja eigentlich nicht das Themenerzählen, sondern das Wie. Erzählen. Wie erzähle ich eine Geschichte? Das heißt, es geht immer darum, ich will erzählen. Im Englischen gibt es diesen wunderbaren Satz, der die ganze englischsprachige Literatur geprägt hat. Wir erzählen nicht etwas, wir erzählen um des Erzählens willen. So, und das prägt eben etwas ganz anderes, als wenn ein Autor, eine Autorin hingeht und sagt, ich möchte über das und das schreiben. Das ist etwas völlig Unterschiedliches. Für diese Bücher gibt es einen großen Markt, deshalb ist es auch völlig in Ordnung, dass die Buchhandlungen, diese Thalias und so weiter, das einkaufen. Was mich ein wenig immer ärgert, ist, dass man alle Jugendlichen, alle Kinder über einen Kamm schert. Nehmen wir mal an, 80% von denen, die überhaupt lesen, und das ist ja ein ganz kleiner Teil wiederum von den Jugendlichen, auch das vergessen immer die Verlage und die Buchhandlung. Aber dieser kleine, von diesem kleinen Teil der Lesenden lesen mit Sicherheit 80 oder 85%, vielleicht noch mehr, genau Themenbücher. Gut. Die Frage ist nur, was mache ich denn mit den letzten 10%? Vergesse ich die einfach, weil sie sich nicht lohnen? Wer sind die? Sind das womöglich die Vielleser, die Bücher verschlingen? Und die nicht unbedingt die ganze Zeit was anderes machen wollen? Sind es die Intensivleser im Sinne von wirklich intensiv in eine Geschichte einsteigen? Und warum haben wir dann plötzlich für die keinen Markt mehr? Weil sie zu klein sind, weil sie zu unbedeutend sind. Ist irgendein Leser unbedeutend? Das ist für mich immer die Frage, weshalb ich so ein bisschen grämlich da in diese Geschichte gucke, weil ich immer denke, es gibt eben Leute, die sind so als Kind so verrückt wie ich war, dass ich irgendwie mit 8 Jahren anfing, Gedichte mit Mäusen zu bestücken und sowas. Also ich hätte mich vielleicht nicht in irgendwelchen Unterhaltungsromanen wohlgefühlt. Weiß ich nicht, vielleicht hätte ich es auch, keine Ahnung. Aber außerdem gibt es ja, bei Kindern ist ja das Wunderbare und auch bei vielen Jugendlichen, das Wunderbare, dass die nebeneinander schiere Unterhaltung lesen können und gleichzeitig ein Buch, das Literatur ist, das etwas Kunstvolles hat, ein Bilderbuch lesen, das ganz wunderbar gestaltet ist. Das geht alles nebeneinander her, weil die Kategorisierung, die wir Erwachsenen machen, ja so gar nicht existiert. Nur, was ich nochmal sage, warum darf es nur noch das eine geben und das andere wird sehr stark vernachlässigt? Und da bin ich immer ein bisschen traurig. Es gibt natürlich immer wieder Tendenzen, also die letzten Jahre haben relativ viele Gedichtbände wieder zutage gefördert, ermöglicht. Das ist ein schöner Zug,
Also da sieht man, dass Verlage schon auch sich dessen bewusst sind. Wenn ich in den Buchhandlungen gucke, wo die Lyrik steht, dann bin ich immer so ein bisschen traurig, weil entweder steht sie ganz unten, wo die Einjährigen dran vorbeikrabbeln können, oder sie stehen in so einem Regal, wo sie, weil es ja alle schmale Bände sind, gar nicht gesehen werden. Ich habe vor kurzem ein Gedichtband herausgegeben von einer wunderbaren Dichterin, Hanna Johansen aus der Schweiz, das ABC der Träume, das Alphabet der Träume, glaube ich, ja. Und das ist wunderschön, also das ist auch so ein Band mit dem Gesamtwerk der Hanna Johansen. Und das ist wunderschön von Rotraud Susanne Berner illustriert. Ich will mich nicht loben, aber es ist eben einfach nur ein schönes Buch. Und ich würde eigentlich denken, wie schön wäre das, wenn es auf dem Verkaufstisch in der Kinderbuchabteilung liegen würde und jeder sähe es. Und dann würden vielleicht 3, 4 Leute dahin gehen und sagen, was ist das denn? Und schlagen und blättern, lesen eines dieser urkomisch verdrehten Gedichte von Hanna Johansen und sagen, das will ich haben. Steht der Gedichtband aber im Regal, stolpern nicht mal diese 4 Leute drüber, denn keiner von diesen 4 Leuten wird in die Buchhandlung kommen und sagen, Entschuldigung, haben Sie ein Gedichtband? Ich brauche unbedingt ein Gedichtband für meinen Sohn. Das passiert äußerst selten. Also selbst meine Mutter wäre wegen ihres verrückten Sohnes mit den Mäusen nicht so in eine Buchhandlung gegangen. Das ist Quatsch. Also muss ich es doch hinlegen. Und ich muss es zwischen die Bücher legen. Ich muss es genauso präsentieren, wie Unterhaltungsbücher da eben auch liegen. Dann stolpert jemand darüber. Und das ist etwas, was ich gerne versuchen würde, in die Köpfe zu hämmern, zu hauen und stechen. Das ist, denke ich, ein schönes Schlusswort. Und damit kommen wir zum Ende unserer Folge von Hörbahn on Stage. Zu Gast war Uwe Michael Gutschan. Wir haben mit ihm über seinen neuesten Lyrikband, Die Geschichte des Hasen endet im Topf, gesprochen. Ich kann diesen Band nur empfehlen, denn er bietet den Lesenden das, was Lyrik im besten Sinne leisten kann. Die Gedichte des Autors eröffnen Erlebnisräume. Sie laden ein, über das geschriebene Wort hinauszugehen. Tun Sie, werte ZuhörerInnen, genau das und betreten Sie diese Räume. Es lohnt sich. Heute war aber auch die Gelegenheit, mit ihm über seine Arbeit als Autor von Kinder- und Jugendliteratur zu sprechen. Mäuselyrik im besten Sinne. Und nicht zuletzt, preisgekrönt sind nicht nur seine Lyrik für Kinder und Erwachsene, sondern auch seine Werke als Übersetzer von englischsprachiger Literatur. Michael, hab vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Danke. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.